Unheil in der Luft. Ich fühle es tief in meiner Brust. Ich liebe ihn doch oh so gern. Und doch bleibt ständig das Gefühl, dass er doch niemals kommt ans Ziel. Und weiß er, wie sehr ich für ihn fühle, im Herzen ein, da liegt es wie ein Stein, allein es kann nicht sein. Ach, was wird nun mit ihm geschehen? Was wird er tun, trotz all dem Flehen? Wie gerne wär auch ich dabei, doch halt ich nichts von dem Geschrei. Ich ahn, es kommt ein böses End, ob wir uns wenden und dann verbinden. Ich glaub es kaum, wenn auch das Herz mir bricht. Die Richtige bin ich nicht. Hallo, mein Schatz. Schon wach. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, ist das nicht wunderschön hier? Die Sonne scheint, es wird wieder wärmer. Der Winter ist vorbei, das ganz sicher sogar, so wie es draußen aussieht. Es hat gewittert und es riecht immer noch nach frisch gemähtem Rasen. So wunderschön hier. Siehst du es auch? Ich lass dich erst ganz aufwachen, bevor ich dich solche Sachen frage. Es war ein langer Weg und du warst mehrere Stunden lang bewusstlos. Es tut mir wirklich leid, dass ich diese Vorkehrungen treffen musste. Aber dir konnte zwischendurch nichts passieren. Ich habe dich im Sofa transportiert. Keiner hat's gesehen. Und niemand hat sich gefragt, warum es denn so schwer wäre, weil Sofas sind doch normalerweise immer schwer. Alles ist gut gegangen. Dein Rollstuhl habe ich hier vorne stehen, aber du wirst ihn jetzt erstmal nicht gebrauchen. Du musst dich richtig ausruhen. Ich lasse dich erst morgen aus dem Bett, wenn das okay für dich ist. Natürlich. In der Zwischenzeit werde ich mich sehr um dich kümmern. Ich werde das Fenster etwas öffnen, damit du die Vögel hören kannst. Jetzt nach dem Sturm scheint es sie gar nicht zu kümmern, dass es gerade so gewittert hat. Ich habe einen Lieferdienst gefunden, der uns regelmäßig etwas zu essen bringen kann. Und durch meine Heimarbeit muss ich auch eigentlich gar nicht weg. Das bedeutet, wir können die Anfangszeit dafür nutzen, uns wirklich, wirklich sehr gut kennenzulernen. Bis jetzt war es ja fast gar nicht möglich. Es tut mir so leid, dass ich dich immer in diesem Keller alleine lassen musste. Aber das ist jetzt vorbei. Das Haus ist frisch renoviert und es hat einen wunderschönen Ofen im Wohnzimmer. Eine riesige Veranda, ein großes Grundstück. Das Haus selbst ist nicht sehr groß, aber das stört auch nicht. Wir sind ja auch eine kleine Familie, mehr brauchen wir erstmal nicht.
möchtest, können wir auch gerne zusammen im Garten arbeiten, wenn es deinem Knie besser geht. Es ist ja schon sehr gut verheilt und wenn du es immer wieder schön beugst, wird es so sein wie vorher. Naja, nicht ganz so. Aber es wird ja sowieso nicht alles so sein wie vorher. Alles hat sich verändert. Und das gehört eben auch dazu. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn auf mich kannst du dich verlassen und ich kümmere mich um dich. Egal was das heißt. Okay? Wir beide haben so lange auf dieses Haus gewartet. Es ist wie ein Traum, der wahr wird. Du freust dich auch, oder? Ich sehe es dir. Ich wusste es. Du kannst dein Grinsen eben nicht verkneifen. Ich freue mich so, dass es dir besser geht. Weißt du, am Anfang dachte ich, du könntest mich niemals lieben. Ich meine, ich kenne mich und ich weiß, was ich getan habe. Aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Musst du das alles tun. Und ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es jetzt ist. Dann hatte es alles einen Sinn. Dann war das alles nicht umsonst. Und das alles war wegen dir. Weil du so wundervoll bist. Weil ich nicht anders konnte wegen dir. Ich bin froh, dass alle anderen mit geschlossenen Augen durch die Welt laufen. Hätte jemand anderes gesehen, wie wundervoll du bist. Und jemand anderes hätte das alles getan, bevor ich es hätte tun können. Du bist wirklich wundervoll. Ich freue mich darauf, mein Leben mit dir zu verbringen. Nachricht für dich. Und zwar war ich in der Wohnung deiner Eltern und sie haben es nicht gemerkt. Also, das glaube ich jedenfalls. Es gab jedenfalls keine Anzeige oder sonst irgendwie was. Das hätte ich mitbekommen. Ich war im Haus deiner Eltern und habe ein wenig im Keller gekramt und bin auf eine Kiste gestoßen, die wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit von dir kommt oder dir gehört. Und ich habe etwas gefunden, was du wahrscheinlich sehr lange nicht mehr gesehen hast. Das wollte ich dir einfach geben. Als Einzugsgeschenk. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich kann mir vorstellen, dass es dir sehr viel bedeutet hat, als du noch klein warst. Und ich wollte es dir einfach geben, weil ich möchte, dass du dich hier zu Hause fühlst. Und wie hast du das Stofftier damals genannt? Niedlicherer Name, als ich erwartet habe. Passt zum Kuscheltier auf jeden Fall. Ich glaube, da weiß ich schon, wer die Kinder den Namen geben kann. Ich freue mich, dass du dich freust. Dann war es das richtige Geschenk. Schön. Oh, ich bin so beruhigt. Wenn du noch etwas haben möchtest, wenn dir irgendwas einfällt, dann sag mir Bescheid. Ich werde das dann besorgen für dich. Wenn du irgendetwas vermisst oder lange nicht mehr gesehen hast oder wenn du irgendwo mal wieder hin willst, wo du lange nicht warst,
ein bestimmter Ort, der dich an Sachen erinnert, dann können wir da auch gerne bald hinfahren. Nur jetzt noch nicht. Ich hoffe, du weißt warum. Ich habe in der Vergangenheit schon öfter mal Erfahrungen damit machen müssen, dass Menschen nicht die Wahrheit gesagt haben, wenn sie mir etwas versprochen haben. Nimm das bitte nicht persönlich, das soll nicht bedeuten, dass ich dir nicht vertraue. Das soll nur bedeuten, dass ich mit meiner Vergangenheit erst noch etwas klarkommen muss, bevor ich diesen Schritt gehe. Ich hoffe, du verstehst das. Aber ich verspreche dir, wir werden wunderschöne Orte besuchen. Wir werden schön in den Urlaub fliegen. Und unzählige wunderschöne neue Erinnerungen miteinander teilen. Ich liebe dich so. Das wird ein wunderschönes Leben, welches wir uns aufbauen. Ich werde dafür sorgen, dass es wunderschön ist für dich. So schön, wie es sein kann, denn du hast es verdient. Ich mach schon wieder, dass du so verlegen bist. Das musst du gar nicht sein. Ich sag dir nur die Wahrheit. Weißt du, warum ich mich in dich verliebt habe? Ich habe mich nicht in dich verliebt, weil du so gut aussiehst. Aber das tust du. Ich habe mich in dich verliebt, weil du... Wie soll ich es erklären? Es ist immer so schwer. Worte zu fassen. Ich kenne keinen Menschen, der so viel Liebe in sich hat wie du, der so vielen Menschen einfach so helfen würde und auch geholfen hat, der jedes Mal jemandem hilft, der in der Straße sitzt und bettelt, der jedes Mal Futter kauft, um sie zu den Spenden fürs Tierheim zu stellen. Ich habe gedacht, wenn jemand so ist wie du, dann besteht vielleicht auch eine Chance daran, dass dieser jemand auch etwas für mich empfindet. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Weiß es. Und es tut mir leid, dass es nicht einfach ist. Und es tut mir leid, dass ich so bin. Und es tut mir leid, dass es nicht so einfach war wie in anderen Beziehungen. Und ich wünschte, dass alles hätte einfacher sein können. Wie in einer romantischen Komödie. Oder wie in irgendwelchen Filmen. So ist das leider nicht. Das Leben ist anders. Ich wusste von Anfang an, ich will dir alles geben, was ich habe. Und ich musste dich irgendwie dazu bringen, es zu bekommen. Der Anfang war sehr schwer, aber jetzt sind wir endlich hier. Und je länger es dauert, je länger wir zusammen sind, je mehr ich dir zeigen kann, was ich dir geben möchte, desto schöner wird es und desto einfacher wird es mir auch fallen, dir so viele Sachen zu geben. Du wirst niemals bereuen, bei mir zu sein. Ich möchte, dass du glücklich bist. Denn nur dann könnte ich glücklich werden. Aber ruh dich noch aus. Ich weiß, du hast so lange geschlafen. Das muss alles noch in deinem Blut im Kreislauf sein. Du musst sehr fertig sein. Leg dich doch nochmal auf die Seite. Ich mache in der